Wie dem auch sei, alle raus jetzt hier. Ich möchte, dass ihr nicht weiter in diesen heiligen Hallen steht und wandelt. Wir gehen woanders hin. Sulamin, halt mich bitte jetzt. Wenn ihr dann aufhört, euch zu beschweren, soll ich es tun? Ja. Na bitte, haltet still, wir machen es auf dem Weg. Dann halten wir Händchen, werde ich mal draußen in irgendeiner Kammer, in der wir uns dann kurz zusammenpflücken. Und ich nehme an, Rafim und Sulamin möchten auch erstmal ihr Gewand richten und so weiter. Werde ich ihm balsamieren. Lassen wir uns Zeit, geben wir ihm 5 LEP zurück und sparen wir 3 mal Kosten. Ich würfel erstmal und dann sehen wir, ja. Ja, es geht vor allem darum, dass ich meine 2 Wunden schließe. Sorry, ich ist nicht drin. Ich habe 30 Lebenspunkte verloren. Okay, aber du schuldest mir was. Gut, nee. Geben wir ihm 7, damit sich eine Wunde schließt. Das ist schon mal in Ordnung. Wir sparen trotzdem 3 mal Kosten und lassen uns Zeit. Und wenn ich um Himmels Willen meinen Zauber endlich finden könnte, könnte ich noch würfeln. Voltax, ich würde dir gerne helfen, aber wirklich so zwischen Tür und Angel und ich bin nicht wirklich eine Heilerin. Das glaube ich nicht geschafft. Warte, lass mich rechnen. +5, nee. +5, +4, halbiert, nope, nicht geschafft. Gut, damit hat sich das erledigt. Okay, dann bleibe ich jetzt stehen und fange erstmal an, einen elementaren Diener zu beschwören und zwar aus dem Federbett, was hier ist. Und zwar einen elementaren Diener des Humus. Ich habe Zauberkontrolle, ich merke, dass der Zauber scheitert, oder? Oh, Boltex ist vor allem schwer zu verzaubern. Nein, bin ich nicht. Nee, ist er nicht. Also egal, ich merke, aber ich... Das ist nicht so wichtig. Ich merke, dass mein Zauber scheitert, oder? Ja, klar. Also, warum nicht? Nun, ich fürchte, eure Aura ist noch sehr gestählt, wenn ihr so wollt. Das wird so nichts. Bleibt alle einen Moment stehen, das geht so nicht. Und Zulamin gibt ihr ihren D-Halt-Trank. Bitte, trinkt das. Das ist alles, was ich im Moment für euch tun kann. 3W6 plus 6, ne? Ja, 3W6. Ja, nee, 3 plus 5. Ah, plus 5. Okay. Werd ich plus 5 klingt falsch. 6 stimmt. Klingt richtiger. Ja. Werd ich blöd? Ich schreibe das jetzt sofort ins Inventardokument, damit wir das nicht immer vergessen. Oh, vielen Dank. Oh, das ist schon gleich viel besser. Ja, die beiden Wunden dürften damit auch Geschichte sein. Nur wenn du 14 LP reinholst. Ach so, 14? Nee. 7 pro Wunde. Ah ja, gut, okay. Nee, dann ist einer zu wenig. Dann ist noch eine Wunde vorhanden. Nee, warte, reicht doch. Ist doch plus 6. Reicht doch. Ach so, ja, stimmt. Ja, klar. Hätte vielleicht erst auf den Wert gucken heute sollen. Heute etwas durch. Ja, dann heilen sich beide Wunden. Ich bin wieder bei 27 LP. Und, ja, ich bin trotzdem sehr griesgrämig, weil die Art und Weise, wie hier mit mir als Zwerg umgegangen wird und wie sich sowohl Iphemia als auch die Satrapina hier verhalten, überhaupt nicht gehen, meiner Meinung nach. Und wenn die mir noch einmal auf den Keks gehen, pste ich die beide. Da steigt jemand in das Zepter, aber sofort zu Kopf. Du wirst so angegriffen, das ist kein Problem. Eine kurze Frage der Buchhaltung halber. Zulamin, wo kam der Heiltrank her? Den hatte ich noch im Inventar nicht verbraucht. Wo der herkam, keine Ahnung. Gehört der dir oder ist der aus dem Schiffsinventar? Denn also ich ziehe die immer erst ab, wenn sie benutzt werden, nicht wenn sie entnommen werden. Der muss aus dem Schiffsinventar sein, aber ich habe ihn schon sehr lange da rausgenommen. Ja, wie gesagt, das ist egal. Ich ziehe sie erst ab, wenn sie getrunken werden. Okay. Dann haben wir nämlich noch exakt einen. Ja, dann musst du mal mehr machen. Oh ja, weil ich hier so wenig tue. Und Grain mir mal auf E ab. So, ist doch jetzt auch egal. Wo befinden wir uns mittlerweile? Richtig. Ja, also wenn ihr den Trank getrunken habt, dann werdet ihr 1-2 Stockwerke nach oben gebracht, sodass ihr dann die Feierlichkeiten wieder wohl laut hören könnt. Satrapina wird einmal einen weiteren Diener wegschicken, der dann nach 5 Minuten mit einem großen Tablett ankommt mit Krügen, ganz viel Orangensaft, Pfirsichsaft, der dann gebracht wird, also Annehmlichkeiten und so könntet ihr dann auf weichen Betten erst einmal euch hinsetzen, hinlegen, die sind dann alle so ein bisschen im Halbkreis arrangiert, dass ihr euch dort im Liegen, während euch Früchte gebracht werden und dann eben auch der Fruchtsaft hinsetzen könnt.
Wir sind aber nie alleine. Es ist immer mindestens, Gott, what's her name? Iphemia da, oder? Also oder ist sie woanders jetzt, dann? Jetzt ist Iphemia mit dabei, jetzt ist auch die Hauptfrau dabei, diese merkwürdige Frau mit den drei Augen. Ganz kurz ist der Trapiner verschwunden und Elite-Diener sind auch immer irgendwie da. Also okay. Zwei oder drei. Okay. Nun, das Kapitän, das ja. Wollt ihr uns nicht vielleicht vorstellen? Das mit den drei Augen macht mich stutzig, deshalb würde ich meinen Odem-Sichtbereich auf die drei würfeln. Schön, dass einer von uns noch ASB hat. Ja, ich habe nur 17 Stück. Kannst dich selbst balsamieren. Ich habe jetzt noch vier. Nee, ich hab den Balsamieren nicht. Also das ist kein Geodes-Zauber. Ich, okay. Nee, ich habe entweder ein Ritual oder ich beschwöre einen Geist dafür. Ja, aber auch Geist beschwören, das Ziel, also... Er hat genug ASB, aber... Ich würde meinem Gericht mal kramen, ob mir diese Gesichtsmaske irgendwas sagt zu einem Ritual. Nicht plus 3, sondern minus 3. Ich habe es eben falsch eingetragen. Zu einer Kultur zuordnen kann irgendwo. Also die Hauptfrau, würde ich auch gerne würfeln. Die Hauptfrau ist nicht magisch. Sowohl Iphemia, das hattest du nie untersucht. Iphemia verfügt wohl über, das gucke ich jetzt genau nach, ich vermute mal 50. Aber ich gebe dir die genaue Zahl. Mhm, alles klar. Wird die reduziert, wenn das Vertrautentier stirbt? Nee, ne? 48 ich glaube ASP. Nicht. Nee, ich denke nicht, weil das sind ja ausgelagerte ASP, die gehören dem Vertrauten ja selber. 48 als Hexe und die mit den drei Augen auch so ganz grob 50. Also sie ist magisch. Wie gesagt, sagt die Maske irgendwas? Kann ich die zuordnen zu einer Kultur oder zu einer Sekte, einer Kabalia, was auch immer? Kennst du dich mit arabischen Kabalias aus? Ich habe ein paar kennengelernt in der laufenden Zeit. Ja, bei Kulturkunde, Aranien. Ja, dann würfel doch einfach mal. Das sind dann aber Sagen und Legenden, das ist kein Geschichtswissen. Ist das Ptolemidenlande? Oh. Aranien gehört zu Ptolemidenlande ja, damals. Ja, ist okay. Da, wo ich herkomme, sticht man einem wenigstens noch anständig in den Rücken und verwirkt sich nicht hinter irgendwelchen seltsamen Geheimorganisationen. Oh, ihr seid beide magisch, das ist ja höchst interessant. Dem ja, ich wusste gar nicht, dass ihr zaubern könnt. Nun, irgendjemand von eurer Gruppe hat doch mein Vertrautentier umgebracht. Ach, ihr seid so eine lächerliche Hexe. Ja gut, okay, das kann natürlich sein. Das erklärt natürlich mal wieder vieles. Ihr streitet das nicht einmal ab. Ich habe es garantiert nicht getan, so viel ist klar. Also ich weiß nicht mal, wie so ein Vertrautentier aussieht. Ich habe auch kein Vertrautentier umgebracht. Die letzte. Ich hole eine Kröte aus der Tasche. Möchtet ihr ein neues? Ich habe gerade zum. Also von ich bin sicher, ich bin intelligenter als was auch immer hier. Iphemia lässt sich Hexenkrallen wachsen. Okay, warte. Ich steck die Kröte, ich tätschel die Kröte kurz auf den Kopf und steck sie wieder ein. Na gut, dann eben nicht. Reißt euch zusammen. Ihr sprecht Sultana Iphemia von Elburum. Was allerdings ihre Begleiterinnen angeht, so bin ich leider nicht im Bilde. Mit wem haben wir die Ehre? Ich bin Madaya Hexenauge. Keine Begleiterin. Nur eine Schwester im Geiste. Also auch eine Hexe? Oh, wusstet ihr, dass die Hexenfertigkeiten auf einen Geoden zurückgehen? Von der Quelle. Mhm. Er hat sowohl den Druiden als auch den Hexen fast alles beigebracht. Ihr könnt uns sehr dankbar sein. Gern geschehen. Meine Kräfte stammen sicherlich nicht von einem Geoden. Ursprünglich schon, aber das geht natürlich über euren Horizont hinaus. Das war auch schon vor über 1000 Jahren. Also über 1000 Jahren. Von dem jetzigen Zeitpunkt ausgerechnet. Meine Familie lässt sich auf einen Stammbaum zurück nach Leftasumo zurückverfolgen. Ja, das behaupten sie alle. Aber letztendlich geht es trotzdem auf uns zurück. Die meisten Rituale und Zaubersprüche, die ihr gelernt habt, kommen von uns. Gern geschehen, wie gesagt. Ihr solltet auf ihn hören. Sein Volk hat bereits die einzelnen Formen der Elementarmagie gemeistert. Da haben unsere Vorfahren eure Runen in den Knochen geritzt. Voltax meinte das eigentlich. Ich Diskussion mit jeder Hexe machen, die wir finden. Nun, sie müssen die Wahrheit hören, nicht wahr? Das ist richtig. Ach, das interessiert doch jetzt nicht. Was tut ihr hier, Sultana? Nun, ich habe eure Spuren aufgenommen, sagen wir so. Ihr meint also, ihr habt uns nachgeschnüffelt?
Nein. Ach. Mir wurde von den Töchtern Neobaras mitgeteilt, dass ihr hierhin wolltet. Und ich wollte euch lediglich unterstützen. Ihr saht so aus, als ob ihr Hilfe gebrauchen könntet. Aber extra die Pfauengarde mitgebracht. Mir scheint, dass sie euch das nicht ganz freiwillig mitgeteilt haben. Wir haben heute von fern einige Personen in Fesseln gesehen. Immerhin werden sie gesucht. Das ist eine gefährliche Kabalia. Sie werden, nun, trotz dessen, dass sie uns die Informationen gegeben haben, mit dem Tode bestraft. So ist das Gesetz. Ist es das? Weiß ich das? Ist in einer Kabalia sein in Aranien illegal? Ich glaube, in dieser Kabalia sein ist das illegal. Also wenn sie das sagt, dann ist es ja, so. Nachtwinde werden umgebracht. Also im Prinzip ja. Ilaristen werden sowas von umgebracht. Und von den Töchtern Jobaras, die sind halt wirklich geheim. Die bringen halt nicht wahllos Menschen um. Das machen sie nicht, aber das ist trotzdem eine Kabalia und die werden umgebracht, ja. Ja, weil das ist ja doch sehr unterschiedlich, was verschiedene Kabalias tun. Und aber es ist völlig egal, was sie tun. Kabalia reicht? Ja, also Nachtwinde, wie gesagt, die bringen halt Leute um, dass die mit dem Tode bestraft werden, egal. Ilaristen sind Ketzer wie die Götter und nicht so wie Serpentilio, sondern fast hey, im Namen. Ich bin kein Ketzer, ich bin ein Heretiker, das ist was anderes. Und wie gesagt, die Töchter Neobaras sind quasi unbekannt, aber sie wurden steckbrieflich gesucht. Und wenn sie sagt, dass das so ist, dann musst du das so hinnehmen, ja, also. Nun, es freut mich sehr, dass ihr unsere Mission unterstützen wollt. Allerdings war ich davon ausgegangen, dass ihr nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um wirklich etwas auszurichten. Immerhin konnte ich einen Banner mitbringen. Ach, das. Nun, das ist nur ein kleiner Nebenkriegsschauplatz. Der eigentliche Krieg findet auf dem Meer statt. Ihr könntet unsere Flotte verstärken. Zu gegebener Zeit. Ja, ich hörte schon, dass der Straßenbau eure Finanzen sehr in Anspruch nimmt und ihr daher es euch nicht leisten konntet, den Raya-Tempel weiter zu unterstützen. Ja, aber was bringen Straßen, wenn alles überflutet ist? Denkt einmal darüber nach. Eure Stadt wird hinfortgespült. Habt ihr nichts von. Also unterstützt uns lieber. Das ist gut für euch und gut für uns. Eine Gewinn-Gewinn-Situation. Gewinn. Für alle. Zu gegebener Zeit. Ich würde trotzdem gerne einmal wissen, wer mein Vertrautentier umgebracht hat. Nun, dann fragt doch vielleicht denjenigen, der euer Vertrautentier umgebracht hat und nicht uns. Also, ich kann euch bei den Göttern beschwören, ich habe keine Tiere umgebracht, seitdem ich hier bin. Wir wollten euch lediglich helfen. Euch unterstützen. Wir wussten, dass es gefährlich sein könnte. Also, ich beherrsche Tiere eher, als dass ich sie umbringe. Von daher, nein, es gibt keinen Grund für mich, euer Vertrautentier umzubringen. Glaube ich ihr das denn? Menschenkenntnis. Ihn habt ihr uns aber sehr wohl unter die Arme gegriffen, als ihr exakt zum Zeitpunkt, dass die Sache geklärt ward, eingeschritten seid. Wahrhaftig, eine Meisterleistung der Zeitabschätzung, wenn ihr so wollt. Also ich glaube ihr bestimmt mit 4 Punkten. Ja, ist ja auch wirklich nett von euch, also... Verzeiht mir also, wenn ich so oder so jetzt nicht unbedingt auf die Knie falle. Aber ich kann euch versichern, ich habe kein Vertrautentier angefasst. Wisst ihr denn überhaupt, wo ihr seid? Ihr seid uns einfach gefolgt. An einen gefährlichen Ort. Wir sind in der Vergangenheit, nehme ich an. Nun, aber schaut sie auch mal rüber zu Madaya. Die sieht hinter ihrer Maske nicht so aus, als ob sie da irgendeine Regung zeigt. Was genau wollt ihr von uns? Wir wollen euch lediglich unsere Hilfe anbieten. Als Sultaner von El Burum ist es immerhin wichtig, dass wir den Helden helfen. Ihr seid die Visierer von Yanka. Kann man euch ja gerne unter die Arme greifen. Wie viel Gold habt ihr? Ihr wisst sicher, dass ich über nicht unbeträchtliche Streitkräfte verfüge. Wir kamen aus gutem Grund mit einer kleinen Gruppe hierher, denn wir wollten keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber ich fürchte, diesen Plan können wir wohl vergessen, nachdem ihr hier mit der Pfauengarde aufmarschiert seid. Ihr hättet auch in El Burum zu mir kommen können. War ich nicht nett zu euch? Habe ich euch nicht eine Garde gestellt, die euch beschützt habt, damit ihr nicht überfallen werdet? Der Zug ist gefährlich.
Aber nein, ihr habt es vorgezogen, heimlich zu tun. Jedes Mal, wenn wir im Zug waren, hat es doch geklappt. Also ich sehe da kein großes Problem. Ihr habt eher weniger Vertrauen in uns gesetzt und wolltet uns, nun ja, die Hand auf dem Kopf halten. Und das mögen wir Zwerge. Ich wollte Hilfe anbieten. Naja, das war nicht großzügig, das war eher nervig. Also gut, wir sind im historischen Jerkesch. So verstanden. Gut. Ja, und ich denke nicht, dass es etwas gibt, wobei ihr uns helfen könnt. Habt ihr den Gürtel bereits gefunden? Oh, ihr wisst von dem Gürtel. Innerendlich sprechen wir über das Wesentliche. Denn wir hatten ihn bisher nicht erwähnt. Also woher habt ihr eure Informationen zum Gürtel? Blick in die Gedanken. Ginge Filme? Ja, warum nicht? Hast du noch ASP? Ich habe noch 14 ASP, das reicht doch. Achso, du hast deine Beschwörung nicht gemacht, oder? Genau. Okay. Ich habe ja den... Ich finde, das ist ein lohnender Einsatz. Er macht das ja ohne Geste, ohne Formel, der Sack. Selbst wenn, also so eine Beschwörung kostet bei ihm nichts. Beschwörung kostet ihn genug. Also ich würde meine Resistenz... Sie hat Eiserner Wille 2, das sind 6 Punkte mehr, ne? Ja, ich schaffe die 15. 8 plus 6 sind... 15, dann schaffe ich es, genau. 14. Ja, ich schaff's und ich krieg einen Einblick in ihre Gedanken. Nice. Und die Frage war, woher wisst ihr von dem Gürtel, oder? Ja. Aber das hat ja eine Wirkungsdauer. Von ein paar Kampfrunden dann. Ja, ich bereite also, das... Genug, damit er ein, zwei Wilder kriegt, würde ich denken. Genau, ich bereite das auf jeden Fall vor. Also, das war ja genau die Frage, auf die ich hinaus wollte. Komm, ich konnte den Kopf da schon nicht zwingend tanzen. Also, Sie weiß es nicht sicher, aber durch eure Reaktion habt ihr es ja gerade bestätigt, dass es um den Gürtel geht. Sie hatte nur eine vage Vermutung und die äußerte sich nicht durch Alric Donatian, sondern durch... Du kannst kein Gesicht sehen. Also sie weiß nicht, wer sie ist. Aber es ist auf alle Fälle die tote Herrscherin von Oron. Ah, durch die tote Herrscherin von Oron also. Quarius. Laut? Ja, das sage ich laut. Das ist eine sehr Boltax-Aktion, ganz ehrlich. Ich gucke ihn irritiert an. Ich habe in ihre Gedanken geguckt. Ich wusste gar nicht, dass euer... Ist das nicht illegal? Nicht in der Vergangenheit. Dass euer Pack neuerdings mit Geistern verkehrt. Ist das nicht illegal? Boltax, mal eine Intuitionsprobe. Ja, alles klar. Macht einen Sprungangriff. Ihre Krallen hat sie auf alle Fälle schon ausgezogen. Ach stimmt, sie hat den noch. Ja, sie greift dich an. Ja, ich würde gerne aus... Also, beziehungsweise... 3. Nee, ich stoße mit meinem Stab einmal auf... Den Boden? Warum nicht auf sie? Nein, weil... Ja, löst einen Zauber aus. Ja, welchen? Genau, ich habe noch einen Zwingtanz im Stab. Heute ziehen wir echt alle Register. Der geht gegen die 14. Wie viel das MA reicht. Hat sie? Sie hat eine MA von 14. Plus, minus. Yes! 0. Nice! Dann kommt er durch. Nein, ich muss ihn noch auswürfeln. Ja, das kann ja auch sein, dass ich... Gib mir mal deine Initiative. Stimmt, das wäre... Ich guck gerade mal auf ihre Initiative. Also sie ist wahrscheinlich schneller als ich. Es war eine angespannte Situation, also bist du vermutlich immerhin nicht überrascht. Das ist richtig. Du hast gerade eben in die Gedanken von ihr geguckt. Ja, aber das weiß sie ja nicht. Du bist gerade sehr selbstgefällig. Was hast du für ein Ini? Dann bin ich bei 13. Ja, dann kriegst du auf alle Fälle ihre Hexenkrallen ins Gesicht. Alles klar, danach kriegt sie meinen Zug. Komm, Frau, Mittwochschlag zu spät. Ja, sehr geil. Was habe ich denn? Hexenkrallen, machen die Zusatzschaden? Oder nur... Die Frage ist, ob Sprungangriff nicht schon Zusatzschaden macht. Also die machen TP und machen Zusatzschaden. Aber ich weiß nicht, wie viel. Sprungangriff an sich hat sie ja nicht. Die machen einen Punkt Zusatzschaden gegenüber Fäusten. Also du machst 1W6 plus 1 TP plus TPKK. Du machst echte TP und... Dann macht sie irgendwie 9 oder so. 9 und, 9 und sie TP. Kriegt eine... Also, ja, ist gut. Ja, machen wir 9 TP. Die kann sich in den Sprungangriff eine Ansage reintun. Nee, das war einfach so, also Sprungangriff halt, läuft auf dich zu, springt und kratzt wie so eine Katze. Was, sie kann sich auch eine gerade eine Ansage reintun? Nein, sowas kann sie nicht. Dann hat sie halt verkackt. Die Sultana. Ein buchstäbliches ins Gesicht springen. Das könnte aber eine Wunde sein. Hoffen wir es. Konstitution 15 plus Eisern. Oh, du bist Eisern, dann nicht. Dann brauchst du 10.
Hatte ich doch gesagt. Ja, aber kannst du auf alle Fälle wieder abziehen. Danach haust du deinen Stab auf den Boden und tanzt sie. Genau. Gut, dann tanzt sie. Hätte jemand die Güte, dieses unwürdige Schauspiel zu beenden? Hört auf damit! Nein. Die Peitsche von Satrapina knallt einmal auf den Boden. Alle auseinander. Ja, ich geh weg. Ich meine, ich wurde gerade angegriffen. Ich lasse die jetzt komplett austanzen. Die schaut sich das noch 10 Sekunden an, blickt dann auf dich. Beendet das. Ja, Diamantes, Rafim. Ich glaube, wir haben genug geredet, oder? Kann ich mal eben die Kampfsituation einschätzen? Meiner Vermutung nach sind die ja nicht mit 3 Dienern hier in diesem Palast unterwegs, sondern eher so mit 50, richtig? Also draußen vor der Tür steht noch ein Banner, ja. Aber zurzeit ist nur die Hauptfrau da und diese merkwürdige andere Hexe. Die sieht nicht so aus, als würde sie aus dieser... Also sie wird nicht aus eurer Zeit stammen, sondern von hier. Ist aber eine Hexenschwester. Und ansonsten sind noch ein paar Elite-Diener hier. Die stehen aber auf der Seite von Satrapina. Da die Situation kurz davor ist zu eskalieren, würde ich mal an meinen Ring greifen und ASB hinausziehen. Okay, nur für mein Verständnis, hat jetzt Satrapina will doch, dass wir aufhören, Satrapina oder? Satrapina will, dass sie aufhört, ja. Die andere ist tanzen, die Sultana. Okay, ich mach für mal eben was, ob ich überhaupt checke, wer was macht. Ja, ich wende mich dann auch zu Rafim und wechsle auf die alafanische Geheimsprache, die Rabensprache. Oh, die kann ich. Yeah. Ja, du weißt, du merkst, dass Rafim mich anguckt. Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Boltax, sie hat sich vergessen, aber... Nun ja, ihr müsst sehen, dass sie offenbar emotional schwer angeschlagen ist. Und außerdem habt ihr unerlaubt in ihren Kopf geguckt. Lass den Zauber fallen. 3, 2... Ja gut, ich lasse den Zauber fallen und wirke ein Somnigraphis Ohnmacht auf sie. Oh, ich hab nämlich keine... Junge. Oh. Hast du dafür die ASP noch? Ja klar, ich habe doch genau, die Menge so an ASP dafür. Okay. Für jemanden, der keinen Kraftspeicher hat, bist du ganz schön entspannt, was das angeht. Die Hauptfrau greift sie sich und wird dann gemeinsam mit Madai Hexenauge sie rausziehen und dann das Zimmer verlassen, sodass sie jetzt Asaban folgt ihr merkwürdigerweise, blickt nochmal so ein bisschen schulterzuckend entschuldigend zu Zulamin und geht dir dann hinterher. Und dann ist nur noch Satrapina mit euch im Raum, gemeinsam mit den Dienern. Weißt du das? Ihr scheint euch nicht zu verstehen dafür, dass ihr in einer Gruppe gekommen seid. Wie die Capitania euch bereits erzählt hat, gehören wir nicht zu der Frau. Das habe ich angenommen. Gut, räumen wir das Ganze einmal auf. Ihr kommt aus Yol-Fassan. Nein. Und ihr wolltet euch die Statue ansehen. Nein. Das ist falsch. Beide diese Dinge sind falsch. In der Tat. Ich habe in Fasar mein Noviziat absolviert, bin aber seit langem Geweihte in Oron. Also, wir kommen aus der Zukunft und wollen verhindern, dass der Gürtel eurer Göttin Balkala, wie auch immer, in falsche Hände fällt. Und wir gehen davon aus, dass falsche Hände offensichtlich diese Frau sind, die ich gerade verzaubert habe. Und offensichtlich seid ihr nicht vollständig in der Lage, solche Dinge vor Fremdbeeinflussung zu schützen, wie wir gerade gesehen haben. Sie würfelt auf Menschenkenntnis. Oh, wir sagen die Wahrheit. Ja, ich habe nicht gelogen. Genau, es ist keine Lüge. Du musst auch nicht überreden würfeln, weil war ja keine Lüge, aber sie würfelt auf Menschenkenntnis, um zu erkennen, dass ihr die Wahrheit spricht. Okay. Nick. Du meinst, ob sie uns glaubt? Genau, dass sie aus der Zukunft kommt. Also ist das nicht eher eine negative Klugheitsprobe? Egal, sorry. Ihr kommt aus der Zukunft. Das ist richtig. Ja, ich nehme an, in eurer Zeit hat man die Temporalmagie bereits erkundet. Und ihr wisst von dem Gürtel. Das ist richtig. Ja, und weil ihr gerade so skeptisch aussaht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Oron das richtige Wort in eurer Zeit für diese Gegend ist. Aber ich nahm es an. Oron ist korrekt. Die Halbinsel Oron. Genau. Nun,
Und ich bin auch kein Kopter, sondern ein Priester der Sumu. Ihr müsst verstehen, dass sich euer Kult offenbar seit diesen Tagen sehr gewandelt hat. Ich hatte zunächst Probleme damit zu verstehen, was ihr hier tut. Denn, nun ja, wie mir hier wiederholt von euch und euren Akolyten erklärt wurde, betrachtet ihr es als eure Aufgabe, eure Herren zu besänftigen, damit sie, nun ja, ihren Zorn nicht über den Menschen entlädt. In unserer Zeit ist das ein wenig anders. In unserer Zeit tragen die Geweihten eurer Göttin eher zur Eskalation bei. Und ich habe den Eindruck, dass ihr Tun nicht eure Zustimmung finden würde.